Endlich wieder Fußball. Das heißt es seit dieser Woche für über 250 Kinder beim FC Heidenheim. Der Grund? Während der gesamten Pfingstferien werden täglich kostenlose Trainingseinheiten angeboten. Wir haben es uns auf die Fahnen geschrieben, für die Kinder da zu sein, jetzt auch wieder die Bewegung in deren Alltag mit reinzubringen und so auch einen Schritt zurück zur Normalität zu gehen. Nicht nur einen Schritt, sondern gleich mehrere machen die Kinder von nun an also auf dem Trainingsgelände des FCH. Hier wird in Gruppen von maximal 4 Personen wieder an Technik, Passspiel oder vielem anderen gearbeitet. Am Ende geht es dabei aber nur um eine Sache, den Kindern eine schöne Zeit bescheren. Wir haben jetzt hier mehr wie 250 Kinder da die nächsten Tage, mit denen wir einfach da ein bisschen trainieren, weil sie ja jetzt viel Zeit wahrscheinlich daheim verbracht haben ohne Training. Und uns war das einfach wichtig, dass wir dann jetzt die wieder ein bisschen rausbringen, auf den Platz bringen und vor allem auch wichtig, dass wir hier ein paar Kinder, wieder ein paar strahlende Kinderaugen da haben. Das war der wichtigste Aspekt für uns. Für den Rest der Pfingstferien steht der Trainingsplatz des FCH also noch unter einem Motto: gute Laune.